Die Höhle der Verdammten, yeah! Du kommst zu Elden Ring. Alles ist irgendwie so ein bisschen verdammt, aber das hier ein bisschen mehr. Ich hab den Dungeon ja hier. Den Kerker besser gesagt, ne? Kerker von. Wo bin ich nochmal? Wo bin ich? Kerker von Belurat. Bereits durch. Den, na, hier Gollum für Fortgeschrittene habe ich umgeboxt. Und, bin immer noch dabei, hier diesen verborgenen Vater oben zu dem großen Topf, da zu finden. Genau, da oben. So, und das finde ich sehr, sehr nett, denn wenn man hier hingeht, dann sagt er so, ja, nicht hier, sozusagen verborgener Pfad voraus. Zeigt da auch hin. Und ja, das versuche ich jetzt mal auszufinden. Was da hingeht, kann ich hier einfach. Weiß nicht, fährt er dann nach oben oder so? Keine Ahnung. Der fährt einfach nach oben, cool. Das ist nice. Nice. Wird wahrscheinlich wieder ein Gespräch. Hä? Ja, geil, der fährt einfach so noch weiter. Interessant. Geste versuchen. Erstens Geste. What? Nee, oder? Als ob. Okay, alle sind hier verwirrt. Geste versuchen. Geh mit Gott aber Geste. Okay, kann ich das machen? Wie stelle ich denn die Gesten um? Ja, Ruhe. Ruhe braucht eh keiner. Ha. Nein, ich wollte. Ach. Erstmal hinsetzen. So, was denn der? Hä, mich blöd? Wo ist er denn hin? Da. Keller. Hä, es hat aufgehört zu leuchten. Hä, das ist einfach nur, damit der scheiß Topf wieder nach oben kommt. Okay. Aber Leute, please. Der hat noch irgendwas getan? Nee, ne? Oder ist das jetzt gerade für doof? Bin ich jetzt drauf reingefallen? Wahrscheinlich schon. Mist! Egal. Das kriegen wir hin. Ha! Gut gemacht. Danke. Okay, cool. Richtig nicer Extra-Bereich. Gibt's nix. Wertvolles Objekt voraus. Da gibt's wahrscheinlich wieder einen gesprungenen Topf. Dann habe ich allein in dieser Höhle bestimmt 4 bekommen. Großes Gefäß. Okay, das sieht aus wie ein Helm. Okay. Das ist ein Helm. Ja, mach du unten da mal. So. Großes Gefäß. Ich hatte recht. Vielleicht erkennen sie jetzt einen. Erkennen Sie mich als einen von Ihren? Au! Nein, tun Sie nicht. Laut Helmchen. Boom. Sehr schön, das ist Elden Ring typisch einfach, also generell Dark Souls typisch einfach nur total sinnlos. Ist allerdings arschviel. Resistenzen. Sieht aber unfassbar scheiße aus. So, mittlere Last. 12,3. Das ist aber wahrscheinlich mit der. Wie es halt immer so ist, ne? Hab ich hier Zusatzinfos? Nee. Okay. Ja, ist aber tatsächlich, wenn ich das gerade richtig sehe. Von den Helmen, die ich habe, der. Robusteste, ne? Aber auch der schwerste. Aber ganz im Ernst, du rennst doch nicht mit so einer Scheiße da durch die Gegend, ey. Da hat doch keiner Bock drauf. 12. Wichtkopf. Ah ja. Das sieht geil aus. Schon mit den Augen da oben drauf. Doppelkopf. Ah, gut.
Zurück zu dem. Ja, cool. So, dann haben wir das Geheimnis auch gelüftet. Beziehungsweise war ich das. Wir wollen ja hier keine falschen Tatsachen. Das ist nice. So als Thumbnail. So. Nee, keine Ahnung. Irgendwie so. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Runter. Ja! Ach so, da komme ich nur wieder zurück zum, ja, dahin, ne? Ihr wisst schon. Lass ich das nämlich auch. Ja, cool. Eine Sache mehr rausgefunden. Ich, genau. Schau nochmal ganz kurz, ob ich da nun auch alles habe. Dann werde ich mich mal da zur Brücke begeben. Das ist falsch. Den Lederlappendrachen habe ich ja auch geboxt. Der gab gar nicht mal so viele Ruhm. 100.000 oder so, ne? 100.000. Und Schwertmeister Gollum hat 80.000 gegeben. Ganz okay, wie ich finde. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? So, das ist der Sumpf hier, ne? So. Gut, 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 gut. Alles finden ist eh unmöglich. Also ohne, dass man es weiß, ist alles finden auch echt eine Tortur. Tortuga. Gab's hier oben noch irgendwas? Das sieht nämlich danach aus, als würde es da... Nee, das ist einfach ein Abgrund, ne? Cool. Tja, ja dann. Einmal zum... Achso, Michaelas Kreuz. Genau, der eine Dude wollte da ja immer wissen, wo die, wo die Kreuze sind. Keine Ahnung, ob ich dem das wirklich sagen muss oder nicht. Finden wir es raus. Grabfeldebene. Hallöchen. Welcome. Oh ja, stimmt. I like finding things. Ja, so siehst du aus. Lady Leda, her allies, and the forager brute. Things bring joy to all. Things. Okay, was ist das denn? Zaubersichere eingelegte Leber. Leber. Ist doch hier beim Fußball so eine Rolle, ne? Der Lebero. 8000 für einen Runebogen, das ist okay. Allerdings würde ich mir trotzdem keine kaufen. So, verkaufen kann ich auch später noch. So, das ist der Kerl mit den Haaren. Righteous Tarnished. What brings you here? Nach Personen im Grünspan Rüstung fragen. Also er da drüben, ne? Oh, you must mean Samor. Samor is a kind and stalwart ally. He provisions our little outfit. Samor traffics with the forager brood, his brethren, who collect supplies from all corners of the land. No doubt they find inspiration in his many virtues. These are not your foes, Tarnished. Should you spot any forager brood, be sure to mind your manners. Hm? Righteous Tarnished. Tarnished! Well, I'm much obliged. As suspected, kindly Mikola has visited the lands which hold the tower, and appears intent on wholly dispossessing himself of his flesh. He must be seeking entrance to the Tower of Shadow. Ja. Righteous Tarnished. Ach so. Righteous Tarnished. What brings you here? Cool, ich bin einfach so unhöflich und sag gar nichts. Nice. Samur. Michael Moore. Vielen Dank. Aber dann nochmal schauen, ob ich da was vergessen habe. Vielleicht. I like finding things. Stimmt, mit dem muss ich mich dann irgendwann noch boxen. In battle, you can be sure I'll hold my own. In battle! I urge you. Follow after as long as you abide. Ja, ja, bla bla. Boah, ich würde den nochmal echt gern versuchen, aber der boxt mich halt aus dem Bild, ey.
Scheiß drauf. Aber 150.000 Seelen. Der hat bestimmt irgendwie so eine Superschwäche oder so. Wenn ich dem wirklich gar keinen Schaden mache, dann gehe ich halt wieder. Ja, ich mache ihm absolut überhaupt gar keinen Schaden. Das kann ich vergessen! Oh mein Gott! Das olympische Feuer greift an. Gravitation, Träne. Ja, Träne ist wieder so schummelnd. Ist noch auf mich abgesehen? Ja, so ein bisschen. Cool. Kann ich jetzt auch direkt hinreiten. Moment, wo ist die Brücke da vorne? Bridge, please. Folgen einen auch echt lange. Okay, so, neues Gebiet. Endlich. Und bevor ich es vergesse, würde ich gerne einmal die Objekterstellung. Jetzt habe ich ein paar mehr Töpfe und ich habe auch den Supertopf. Schwerer Ofentopf. Nice. Mesmas Glut, hauptsächlich in Skardu Altos zu finden. Schwerer Feuertopf. Hier habe ich den Master aller Töpfe gefunden hier. Öltopf. Trink den Öl! Blitztöpfe, jo. Ja, kommt direkt mal zwei. Dann habe ich nämlich auch ein paar mehr. Vier Stück. Und ein Pilz. Große Brücke der Alec. Alec Baldwin. Dem seine Brücke. Habe ich gar nicht gesehen. Aber gut, dass El Gringorio ja ausweichen kann. Oh, und dass ich hier. Ja, genau, mitten auf der Brücke liegt einfach so Kriegsasche. Daneben. Okay, wir schalten erstmal die große Zwille aus. Balliste. Hallöchen. Das auch wenigstens selbst bedienen könnte, das wäre richtig cool. Oh, ich kann es kaputt machen, aha. Vlad, was tust? Ciao. Oh, der leuchtet. Heißt, dass er äußerst freundlich gesinnt ist. Ciao. Oh, wieder so ein Lager. Wer wartet denn da drüben? Kann man den sehen? Aha. Geil. Ja. Hier scheint die Sonne aus dem Arsch. Vielen Dank, schattenreich. Oh Gott. Was kann man? Oh, da wartet wieder so ein Special Dude. Ich gehe allerdings erstmal hier nach rechts. Eins nach dem anderen. Oh oh. Oh nein. Sie entschuldigen das Alarmhorn. Magic mir mal hier was vor das Gesicht. Das ist zur Hölle. Das fällt dir ein. Yo, die machen arsch viel Schaden! Guck dir dieses Glitzern an! Nix. Gehen relativ viel, ne?
Arena? Kann ich das gar nicht sehen? Mist, nicht drauf geachtet. Okay, Parfüm. Was? Parfümeur? Sarong. Cool. Ungebildet. Da ist wieder so ein Kelch. Ich kann mir wahrscheinlich gut vor dem letzten Endgegner legen oder so, aber dadurch, dass ich noch überhaupt null Schaden mache. Dass ich da irgendeine bestimmte Fähigkeit verbrauche oder so. Keine Ahnung. So, hier. Achtung, seid ihr bereit? Are you ready? Feuerfunken, Parfümflasche. Ah, ja. Jetzt mit 50% mehr Feuerfunken. Oh, ich dachte schon, dieser Mail sagt ja, wer einer von den Dudes hier. Ich gehe jetzt. Ein paar Schmetterlinge für unterwegs. Knirscht immer so lecker beim Kauen. Hey, hier gibt's wohl erstmal nichts mehr. Gut. So, dann gucken wir uns die Zelte mal hier links an. Skadowarm-Fragment, sehr schön. Nahkampf voraus. Dass die Teile einfach irgendwo liegen. Auf dem Weg. Jetzt würden sie doch hingehören. Segen des Skadowarms. Yes, please. Und ich würde mir immer noch wünschen, dass man sieht, wie viel man da skaliert hat, oder dass man das... Ja, das ist cool. Ups, Fußball. Gebrochene Rune. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sieht das hier gerade richtig gemütlich aus. Also, außer das hier. So Zeltlager-Feeling, aber Zeltlagern cool. Und was auch immer das hier gerade ist. Vielleicht etwas... Vielleicht mit etwas weniger Verlassen-Ambiente. Oh shit. Ja, hol noch... Alter, ey. Das war... Oh Gott. Richtig gut ausgewichen. Nichts. Ich gehe aus dem Zelt, so. Lass mich mal. Komm doch. Centurio. Lappen. Irgendwas reingelassen? Nee, ne? Nicht, dass er seinen Hammer da vergisst, das wäre tragisch wie. Dann hab ich den. Oh, sehr schön. Handbuch des Feuerritters. Cool. Benötigtes Objekt voraus. Yo, da ist mal so ein ganzes Schwein drauf grillen. Messmann Soldatenrüstung, okay. Ja, nehme ich mit. Ist jetzt allerdings nicht so. Ne? Baut mich wahrscheinlich nicht um. Beste Rüstung im Spiel. Unwahrscheinlich, dass die das Beste ist. Nacht. Nein, 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 nein. Die lasse ich schön in Ruhe. Ist nichts. Ich habe auch vielleicht ein kleines bisschen den Überblick verloren, wo ich das... Achso, das ist... Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Stück Boden. Dann ist das so, ist das ein lebendiges Wesen. Ja.
Yo, das ist so eine Mesmas Glut. Ich dachte, Mesma macht nur Tees. Ha. Feuertees. Links, rechts, geradeaus. Gar nichts. Okay, sehr schön. Nichts übersehen? Hoffentlich. Ist eh so, ich habe da eh die Hälfte übersehen. Da haben wir noch mal so einen von den Eselchen. Ne, zwei sogar. Haben wir hier noch irgendwas? Ich habe mich mal wieder hardcore-mäßig verlaufen. Da war noch irgendeiner, der Vorderseite des Schlosses. Genau, da wartet noch irgendeiner. Wo gehe ich denn zuerst hin? Gott, hier ist wieder so viel zu entdecken. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ist das ein Hoch? Ist das ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Hund, du Idiot? Warte, aber haben wir wieder einen Biber? Bober? Das ist einfach so geil, so ich... Ich feiere das Video einfach komplett, was man sich einfach so dermaßen über einen Biber freuen kann, dass man einen sieht. So ein Real-Life-Biber. Aua! So, da war ich schon, ne? Genau, da ist ja das leidende Dorf. Ups. Ich glaube, er ist gerade noch runtergefallen. Ah ja, okay, das ist ein Schloss. Das ist kein Schloss. Hier noch irgendwas übersehen? Nee, ne? Ich frage die ganze Zeit, aber ich bin mir sicher, dass ich es tue, dass ich irgendwas vergessen habe. Was ist hier? Ach, guck mal, hier kann ich runter. Ah. Irgendwas Ässliches verfolgt mich gerade. Ich konnte die Ässlichkeit schon in meinem Nacken spüren. Aua. Hey, der boxt mich gerade. Ist ja noch einer. Ja, einfach mal rollen. Passt schon. Yo. Als ob du durch so einen Müllsack durchhaust. Nicht, dass ich wüsste, wie sich das anfühlt. Von daneben. Okay, ja, dann würde ich sagen, ich gehe erstmal runter, ne? Okay, das ist echt ein bisschen dumm. Ich habe mir auch gesagt, so, ja, mit der Orientierung ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil, naja, so, das Spiel sagt ja nicht immer genau, wo du hingehen kannst. Ah, gut, das ist halt, ne? Ich finde das immer noch so geil, so die Message momentan, dass sich viele Leute wohl beschwert haben, dass das Spiel zu schwer ist. Also, ja, das Spiel was anderes. Thanks. Ich meine, habt ihr mal Ghouls und Goblins gespielt? Das ist halt... Das war damals so ein... Wie kann man das sagen? Plattformer nicht direkt? Also so ein richtiger Hoffnungszerstörer, so ein Seelenzerstörer. Und das auch noch als Arcade-Gerät irgendwo in den Arcade-Hallen. Die gab es ja damals wohl deutlich mehr als heutzutage. Na, Long Story Short, das ist einfach... Da würde ich sogar fast sagen, da ist Dark Souls halt ein Witz gegen. Und alle sofort so triggert. Ja, das ist halt echt lächerlich schwer. So, ja, das ist es halt so. Ja gut, dann ist es halt nur für abgebrühte Leute. Ich hab absolut null Bock darauf, dass hier so Soul-Spiele dann casual-mäßig werden. Oder ja, komm. Du hast den Endgegner zwar nicht besiegt, aber ja, ist egal, komm. Ne, wir geben dir trotzdem jetzt einfach mal so umsonst so 200.000 Milliarden Runen, damit du das trotzdem schaffst, du Lapp. Springen versuchen. Ja.
den Weinkeller gefunden. Anzaubert habe das mal cool. Da sage ich nicht nein. Beim Wein. Springen versuchen, nein. Okay, ich glaube, das war's auch von den Abenteuern hier unter der Brücke. Ich da jetzt wieder nach oben, weil wirklich was verloren habe ich ja nicht. Und ich will sowieso hier wieder hin. Okay, boah, ich könnte da hin. Ach, das hier ist das ganze Schloss, ne? Ja, okay. So, dann würde ich aber sagen, ich gucke mir tatsächlich erstmal alles in der Umgebung an. Und ich glaube, ich kann da oben links noch hoch. Da glauben kann man viel, wenn der Tag lang ist. So, da. Was ist das denn? Achso, das ist der Baum da hinten. Okay. Da hätte sich jetzt irgendwas auf der Brücke kurz manifestiert. Sagen wir, das ist scheiße. So, und hier genau, da wollte ich hin. Wollen wir eben kurz schauen, nicht, dass ich da wirklich irgendwas vergesse. Wie diese hässliche Mir. Au. Guck mal, wie ich schreien kann. Je hässlicher die sind, desto schlimmer schreien sie. Okay, hier haben wir nämlich das große Tor gefunden. Wenn ich hier nicht eh vorbei muss. Mit dem da würde ich mich gleich allerdings auch nochmal eben anlegen wollen. Mit dem da hinten, nicht mit dem hier. Etwas Zeit habe ich ja noch. Materialien sammeln. Ja, Materialien. Köstliche Materialien. Ich bin einfach alles gedodged. Okay, nee, ich gehe durch die Tür. Hallöchen! Die Wikinger-Meute. Ciao. Na, komm doch. Ey! Oh oh. Beide unfähig. Yo! Au! Ja, zu zweit sind die relativ uncremig. Ciao. Leiche plündern. Ich sag eigentlich mit Feuer drauf hau. Zum Feuerschwert. Wird das dann? Sollte, ne? Jetzt haben die alle diesen Topf auf. Feuerfall. Ich meine, muss ja auch ein bisschen aussehen, ne? Nicht so topfartig. Ah, du altes Topfgesicht. Ey! Dude, warum? Hoch? Oh yes. Nein, hier nicht mehr. Oh, oh. Ja, da mich auf dem Presentation Table. Au. Oh. Hey, hör auf. Hören Sie auf. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich wollte schon sagen, komm ich nicht hoch. Schmiedestein. Kann ich rüberspringen? Hä? Hä? Leute haben es geschafft, da zu sterben? Okay. Okay, da geht's weiter. Hm. Mal eben schauen, ob ich da eine Gnade finde. Ey!
Easy. Ich hier noch mal eine Gnade finde. Dann gehe ich allerdings zurück zu dem Dude. Keine Karte voraus. Ja, die ist da links. Aber da kommt man noch so relativ schlecht hin. Ich sehe nichts. Ah, regnet mal wieder. Zeit für dies, Finger. Aha. Ach, nicht die. Die gehen dann immer so auf den Sack. Ja, ich schlag voll daneben. Wie ist die Progression? Ey, nicht vergiften! Ey! Don't! Ach, da haben wir wieder den Ninja Turtle. Hinterhalt voraus. Ach stimmt, man konnte den ja vor. Oh oh. Ja, weich dem Bärmann nicht aus. Gott, der war richtig schlecht. Oh je. Der letzte Bär der Schattenlande. Och, nicht schon wieder. Leute, please. Ihr wisst doch, wie das endet. Danke für dein Gold, du Held. Okay, hier ist so eine Krypta. Unethische Gruft voraus. Ah, Verzweiflung. Ja, ich würde die Tür noch langsam aufmachen. Ah, ist ja keine Gnade. Nebelrasskatakomben. Och, jetzt ist hier keine Gnade, Mann. Ah, shit. Ah, mach ich jetzt das noch oder den Dude da vorne? Ach komm, wir machen jetzt ganz entspannt hier die Gruft. Ah, nee, kann ich die machen. Ich hab's versprochen. I told. Also halte ich mich auch dran. Kritische Treffer. Mal eben, dann werde ich aber, damit ich das auch nicht vergesse, da schon mal schön. Wie geht das nochmal? Markierung. Da hingehen, danke. Ist ja jetzt nicht so weit weg, ne? Wie aktivieren? Jo. Aha. Schloss Enis. Ne, da steht Ensis. Oh, das war knapp. Schwarzer Feuerfalter. Hallöchen. Du bist aber hässlich. Hä? Mir Leben angeschrien. Ich sehe nichts. Ach, nicht sowas. Ja, mach mal kaputt. Ja, der kann nichts. Stampfen. Will ich töten. Warte kurz. Noch einen Liter Diesel reinschmeißen. Ja, das ist nervig. Das ist ausholen. Jo. Na komm, den krieg ich so. Easy. Ja,
da war mal. Ne? Das hätte was aus ihm werden können, aber nein. Er musste aus. Musste unbedingt mit dem Elbenfürst über den Weg laufen. Beziehungsweise dem, der den Baum Baum abgefackelt hat. So, ciao. Wer ist er denn? Hättest du mir mal helfen können? Dein Glubschaugen. Oh, Moment. Ich dachte, das wäre ein NPC. Oh, RIP. Oh. Das auch noch. Spitzentiming. Ey, haben wir eben mit einem. Ey, es geht nicht. Oh mein Gott. Na, dann schauen wir mal. Version durch. Blutige Finger. Irgendwie irgendwas. Achso, und hier werde ich auch vergiftet. Wo bin ich denn hier? Der Finger. Komm, Finger, Logan. Ja, Logan. Hä, ich bin noch im normalen Spiel. Grad sagen. Hauptspiel. Was sind die denn? Da oben. Erstmal eine halbe Stunde hinrennen. Auf den obersten Zinnen. Oh, der verprügelt den schon. Sehr schön. Der macht das schon. Ja, easy. Nichts machen, den Hauptpreis trotzdem nach Hause nehmen. Schloss Ensis. Okay, dann kann ich jetzt aber auch hier endlich mal das Hauptmenü mitnehmen. Schattenreich-Rune, die vierte. So, sehr schön. Dann würde ich hier auch einen Cut setzen. Dann kann ich in der nächsten Folge die Gruft machen oder mir hier das Schloss weiter anschauen. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zusehen. Lasst euch nicht hängen, so wie die Leute hier. Bis später. Kein Peter.